den, meine lieben Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste auf der Tribüne, auch von mir am Schluss der Debatte noch mal den Schwerpunkt und den besonderen Blick auf die Situation von Frauen in der Wissenschaft. Und um da auf Veränderungen und Entwicklungen zu kommen, muss ich gar nicht ins letzte Jahrhundert oder in die 50er Jahre zurückgehen. Es reicht, wenn ich mich an die Situation erinnere zum Beginn meines Studiums. Vor 30 Jahren habe ich ein geisteswissenschaftliches Studium aufgenommen. Und sage und schreibe, in all den Jahren ist mir nicht eine einzige Professorin begegnet. In keinem Seminar, in keiner Vorlesung, nirgendwo. Und ich habe jetzt nicht die Ausnahmesituation hier an einer schlecht ausgestatteten Universität erwischt. Ich habe an verschiedenen Stellen studiert, in Deutschland und im Ausland. Das war die Regel. Eine der ersten Statistiken, die wir zu dem Thema haben, ist von 1987 und die weist 5,1% Frauen auf Professuren aus. Was mich allerdings fast noch mehr erschüttert, ist, dass mir als junger Studentin das damals fast normal vorkam. Jedenfalls habe ich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass da wohl irgendwas nicht richtig sein kann, dass rund um mich herum in sämtlichen Veranstaltungen nur Männer Lehrende waren. Bis dahin war für mich sozusagen die Bildungsbiografie weitgehend gut gegangen, denn zumindest hatten meine Eltern gar keinen Zweifel dran gelassen, dass ihre Tochter genauso eine Chance auf Ausbildung und Studium haben soll wie der Sohn. Aber nach der Promotion, bin vielleicht eine Spätzünderin, aber erst dann wurde mir so richtig klar, wie benachteiligt Frauen in der Akademie sind und als ich dann aus der Uni herauskam in das Berufsleben, ich auch da feststellen musste, wie wenig Führungspositionen von Frauen besetzt werden. Und ich erinnere mich wie heute an eine Diskussion mit meinem ersten Chef, der beim Bewerbungsverfahren die Akten zur Seite legte und sagte, die können wir wegtun, die hat ja ein kleines Kind. Da hatte er die Akte gar nicht weiter gelesen. Das war das Bild. Die Frage, wie weit man als Frau beruflich vorankommt, in der Wissenschaft und außerhalb, hängt nicht nach wie vor nicht allein und als erstes davon ab, wie qualifiziert man ist, sondern nach wie vor sind es die vermeintlichen Nebenschauplätze, wo sich Karriere entscheidet. Noch immer wirken die geschlechtsbezogenen Zuschreibungen, die dazu führen, dass Personalentscheider Frauen weniger zutrauen als Männern, obwohl sie gleich qualifiziert sind. Noch immer müssen Frauen mangels Rollenvorbilder in Führungspositionen selbst definieren, wie Sie denn diese Rolle als Führungskraft erfolgreich ausfüllen wollen. Denn eins ist sicher, das funktioniert nicht einfach, indem man Copy und Paste von den Männerrollen übernimmt. Und noch immer müssen Frauen mit ihren Partnern verhandeln, wie die Verantwortung in Familie und im Beruf aufgeteilt wird, während nach wie vor viele Männer selbstverständlich davon ausgehen, dass die Frauen und die Mütter ihrer Kinder ihnen den Rücken frei halten. Ich stelle das so ausführlich dar, weil umgekehrt jetzt im Gespräch mit Frauen Anfang 20, zum Beispiel meiner Tochter mitten im Studium, ich auch feststelle, dass sie dieselben Vorstellungen haben wie ich, wenn ich top qualifiziert damals hatte. Wenn die meinen, wenn ich top qualifiziert bin, dann wird es schon keine Schwierigkeiten für mich geben, wenn es doch nur so wäre. Wir haben jetzt in den verschiedenen Reden vorher schon viel zur Analyse gehört und Sie merken, da bin ich ja ganz einig. Ich sehe auch nach wie vor im Wissenschaftsbereich es überhaupt nicht zufriedenstellend, wenn heute zwar fast jede fünfte Professur von einer Frau besetzt ist, aber angesichts der Tatsache, dass wir die Hälfte der Menschheit ausmachen, kann man wahrlich nicht damit zufrieden sein. Und man kann erst recht nicht damit zufrieden sein, wenn man sieht, aber auch das haben wir gerade schon gehört, dass es die Mehrheit derjenigen ist, die ein Studium erfolgreich abschließen, Frauen erfolgreich die Promotion hinlegen und dann trotzdem auf dem Weg zwischen Promotion und Lehrstuhl und weiterer wissenschaftlicher Karriere ausscheiden. Die Gründe dafür sind vielfältig. Eins ist nach wie vor, dass die Sorgearbeit nach wie vor Frauenarbeit ist. Natürlich sollte die Verantwortung für Familie genauso das Thema für die Väter wie für die Mütter sein, aber tatsächlich gibt es den Begriff des sogenannten Gender Care Gaps. Also nicht nur Pay Gap, sondern auch Care Gap. Eine Frau, die 34 Jahre alt ist, in Deutschland, arbeitet im Schnitt doppelt so viel unbezahlte Sorgearbeit
wie der gleichaltrige Mann. Der Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs hat das kürzlich extra zum Thema gemacht und festgestellt, dass für Wissenschaftlerinnen, oh Wunder, wir hätten es auch so gewusst, aber jetzt kriegen wir es auch noch mal statistisch belegt in einem sozusagen im Bericht der Bundesregierung, Wissenschaftlerinnen haben ein Riesenproblem damit, das zeitliche Zusammenfallen von Qualifizierungsphase und Familiengründung wirklich gut übereinander zu bringen. So, an einer Stelle bin ich jetzt aber deutlich anderer Meinung als meine Vorrednerin, wenn ich doch noch mal sage, die Entwicklung geht langsam, aber immerhin in die richtige Richtung. Und einiges haben wir in der Legislaturperiode tatsächlich zu deren Gunsten auch auf den Weg gebracht. Wir haben mit dem Tenure-Track-Programm die Zahl der planbaren Karrierewege deutlich erweitert. Wir haben für mehr und umfassendere Kinderbetreuungsmöglichkeiten gesorgt. Die DFG hat mit den forschungsorientierten Gleichstellungsstandards ein Mammutwort, aber trotzdem ein wunderbares Instrument, um den Kulturwandel zugunsten von mehr Chancengleichheit ganz entscheidend einzuleiten. Wir haben das kluge Instrument der Gleichstellungspauschale, das Frauen Geld zur Verfügung stellt, um zum Beispiel Verwaltungs- oder Laborunterstützung in Schwangerschaft oder bei Rückkehr aus der Elternzeit noch zur Verfügung zu stellen. Und anders als gerade genannt und vom Kollegen zitiert, der zitiert wurde, natürlich hat die Exzellenzstrategie etwas mit Gleichstellungsstrategie zu tun, denn das ist ja an entscheidender Stelle als Kriterium für die Projektanträge auch verankert worden, dass dazu Aussagen gemacht werden müssen. Und ja, wir werden es ihm hinterher tragen, dass er da noch mal nachguckt. Was mir am Ende aber besonders wichtig ist, ist auch der Verweis auf das Professorinnenprogramm. Das, finde ich, hat nämlich wirklich gute Funktionen und hat auch schon ausreichend Wirkung gezeigt, indem es einerseits die Zahl der Professuren für Frauen erhöht und andererseits aber auch fordert, dass eine Kultur der Chancengleichheit strukturell in den Universitäten verankert wird. Gerade heute hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe darüber diskutiert und geht mit bei dem Vorschlag der CDU, dieses Professorinnenprogramm fortzuschreiben und fortzusetzen. Und es hört sich auch so an, als würde diese Arbeitsgruppe der GWK mitgehen bei den Vorschlägen, die die CDU eingebracht hat. Wir haben nämlich gesagt, dass in Zukunft das Professorinnenprogramm auch Mittel zur Verfügung stellen soll, damit die geförderten Professorinnen zum Beispiel auch unterhalb der Professur jungen Frauen Gelder zur Verfügung stellen zu können, um sie zum Beispiel für die Leitung von Nachwuchsgruppen einzusetzen. Wir wollen die Vereinbarkeit in der Familienphase, die ja dann oft in der Postdoc-Phase richtig wichtig wird, erhöhen. Und wir wollen insgesamt eine angemessene Erhöhung der Mittel für das Professorinnenprogramm. Und das alles würde nicht ausreichen, wenn auch nicht der Anteil ganz stark darin wäre, der sagt, strukturell muss es Veränderungen geben und die müssen all diejenigen, die Anträge stellen, auch verankern. Meine Damen und Herren, es ist einiges passiert. Aus meiner Sicht, da stimme ich Ihnen zu, viel zu wenig. Ich hoffe aber, dass mit den Programmen, die wir aufgelegt haben und gemeinsamen Anstrengungen, wir wirklich sagen können, wenn meine Tochter mal auf ihren Studienanfang zurückguckt, dass sie sagt, seitdem ist so ordentlich viel an Veränderungen im Sinne der Chancengerechtigkeit passiert, dass man wirklich sagen kann, wir sind im Sinne der Gleichberechtigung und damit auch im Sinne der Exzellenz und guter Wissenschaft entscheidende Schritte vorangekommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet und wir kommen zur Abstimmung.